Hallo und herzlich willkommen zurück bei Animalica. Und ich habe mich heute mal für eine Luxusoase entschieden, statt für die brennende Wüste. Und hier überall hatte ich, wo ich mal nur kurz noch gucken wollte, also hier überall habe ich dann diese, wie heißen sie, japanische Rotfuchs gefunden. Bin mir jetzt aber gerade gar nicht sicher. Und gleich mal alles einpacken hier. Da die komischen Pilze will ich nicht. Genau, ich glaube, soweit habe ich alles gelootet. Aber ich habe einen Tiger nicht mitbekommen. Und ich habe... Die Höhle haben wir noch nicht gemacht. Also wenn wir mit Kitsuden richtig abschließen wollen, dann müssen wir die Höhle noch machen. Und... den Tiger natürlich noch holen. Ich glaube, wir haben alle Sonderfarben-Tiger, aber wir haben diesen ganz stinknormalen, ne, Tiger haben wir nicht. Und das geht nicht. Alles haben will. So, die Iris will ich jetzt erstmal alle nicht, weil mit denen kann man ja nur Farbe machen. Hier, die nehmen wir mal mit. Da brauchen wir wieder, ne, ganz viel, damit wir wieder richtig schön einkaufen können. Die Pilze können wir mal kurz mitnehmen. Und die da hinten können wir mitnehmen. So, und da sind auch Pilze. Eieieiei. So, lass mich mal überlegen. Wo war denn dieser wunderschöne Tiger? Ich meine, gelootet habe ich hier ja schon alles. Es ist schon auf 100% von den Gegnern her. Und ich habe... Ich glaube, soweit denke ich, hoffe ich, glaube ich, habe ich alles gelootet. Bis auf die Kürbisse hier. Und ich weiß gar nicht, ob die so auch wiederkommen können. Und ich glaube, da war hier links der Tiger. Und jetzt wird es Nacht, ne? Es hat zwar... Oh, da ist eine kleine Gans. Und die nehmen wir natürlich direkt mit. Solange wir... Oh, das sind ganz viele Gänse. Ich glaube, da hatte ich kein Ding für mehr übrig, ne? Keine Pfeile mehr oder so. Es ist so schön mit dem Gewehr. Gut, die wird noch mit einem Pfeil umfallen, aber es ist so schön mit dem Gewehr. Dann legen wir uns aber erstmal hin. Ich glaube, ich will erst schlafen, bevor wir hier weitergehen im Dunkeln. So, hinlegen. Dann holen wir uns aber hier vorher noch die Pilze. Und schlafen. So, jetzt ist wieder schön Tag. So muss das sein. So, ich weiß nur, beim Looten hat er mich dauernd verfolgt, der Tiger. Problem ist nur, wo war er? Ich glaube, irgendwo da hinten. Oh, blauer Pilz, hat sich schon wieder gelohnt. Hat sich ja schon wieder gelohnt. Gleich mal speichern. Und weiter gucken. Die will ich jetzt gerade alle nicht, die Iris. Ich denke, die wird uns schon angreifen, ne? Die wird uns, glaube ich, schon angreifen. Oh, das nehmen wir aber mit. Die da auch. Nee, das sind... Die will ich nicht alle. So. Höre ich da gerade noch ein Panda-Bärchen? Höre ich da noch ein Panda-Bärchen? Oh, da sind immer so viele schöne Pilze in Kitsuden. War ich hier doch nicht looten? Ich war doch überall looten. Oh. Ah, nee. Die. Okay. Ich wollte gerade schon sagen. Ah, ich höre ihn. So, das nehmen wir natürlich auch alles mit hier. Na, da sind aber so viele Ekelpilze dabei. So, Tiger, wo bist du? Roter Pilz. Das nehmen wir direkt mit. Ich höre dich. Da oben muss er irgendwo sein. Irgendwo da oben muss er sein. So. Wo war man jetzt? Oh, so viele Pilze, ne? Wunderschön. Wo ist der Tiger jetzt? Ich höre dich. Nee, das sind die, die ich nicht mag. Das sind die, die nur essen sind. Die will ich nicht, die Pilze. Aber wo ist der Tiger denn jetzt? Ich höre dich doch. Ah, da ist er. Da ist er. Hinter mir wahrscheinlich. Ah, da ist er. Mit Katze schläft. Sehr schön. So, und da liegt noch ein Zettel, habe ich gerade gesehen. Oh, cool.
Habe ich damals wahrscheinlich nicht gesehen. Ich war mir aber sicher, ich hätte diesen T2-Zettel hier schon. Oder gibt es da zwei? Ne, hier habe ich schon alles gelootet. Hier war ich fleißig. Gab es hier noch Panda-Bärchis? Irgendwo? Panda-Bärchi? Ich höre auf jeden Fall einen. Ich komm, ich hol dich. Ich hol dich ab, kleiner Panda-Bär. Wo bist du? Da ist er, da ist er. Und piu. So muss das sein. Und schon noch ein blauer Pilz. Die wurden doch... So viele Pilze habe ich, glaube ich, noch nie in Animalica gefunden, wie jetzt seit diesem Pitch, wenn ich ehrlich bin. So, einpacken. Gut, dann müssten wir eigentlich aber jetzt alles haben, ne? Dann können wir jetzt in die Höhle stiefeln und glücklich sein. Ah, Pilze! Ich denke... Ich weiß jetzt gar nicht, was ich zu Hause habe an Panda-Bären. Aber rein theoretisch müsste ich alle haben. So tiermäßig halt jetzt, ne? Die Pilze nehmen auch mit. Kosten ja nichts, wenn die hier so rumwachsen. So, jetzt einfach nur zu. Ich will doch einfach nur zu Ding. Zur Höhle. Am besten geradeaus gucken, ne, weit oben gucken, nicht auf den Boden gucken, damit ich nichts sehe. Weil mit den Schwertern, denke ich, schaffen wir die Höhle locker. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Ich verlaufe mich, glaube ich, gerade, ne? Nein, ich bin richtig. Ich bin richtig, ich glaube es nicht. Nachladen. Da könnten nämlich vor der Höhle auch nochmal ein paar Panda-Bären rumrennen. Muss aber nicht sein, kann sein, dass ich die auch schon allein gesammelt habe. So. Sehen tue ich mal keinen, höre ich tue. Hören tue ich mal auch keinen. Okay, dann können wir auch hier reingehen. Ne? Das nehmen wir mal kurz mit. So. Bitte. Ne, das sind gar keine. So. Nimm doch alle. Ich mach doch halt, geh. So. Ja, die sind dann doch zu weit auseinander. Wieso, was war jetzt noch hier? Hier wollte ich doch noch irgendwas sammeln. Da war doch gerade noch was ich sammeln wollte. Keine Ahnung, keine Ahnung. So, na gut, dann gib mir die 7. Dann hacken wir mal die böse Höhle auf. Und dann gehen wir da rein und vernichten alles, was uns in den Weg kommt. Dann holen wir auch gleich die Sachen für den Alchiturm. Was fehlt uns? Ach, da müssen wir noch nach Ember Hills das Buch holen. Und dann hätte man nämlich den Alchiturm auch schon wieder. Wobei ich den, glaube ich, kaum gebraucht habe. Ne? Doch, für ein Parfüm. Doch, den brauchen wir. Ich habe den bis jetzt immer für Parfüm gebraucht. Für unseren braunen Panda-Bären. Den will ich natürlich auch wieder haben. Richtig viel Arbeit. Ich muss mal gucken, dass wir... Ich habe jetzt auch schon Steel-Axt und so. Damit wir mal ein bisschen aufwerten. Ein bisschen, ne, alles verbessern. Dass wir da mal auf den grünen Zweig kommen hier. Also bevor wir reingehen, voll mampfen. Da geht noch eins. Komm, eins geht noch. Dann ist das Leben auch voll. Und saufen. Saufen. Einmal geht noch. So. Dann Schwert in die Hand, speichern und rein da mit uns. Und da sind wir wieder. Pfeile. Oh mein Gott, wo bist du denn hier? Okay, der kam unerwartet. Dich habe ich noch gesehen. Dich habe ich gerade anrennen sehen, du böses Viech. Böses Viech. So, essen. Ich will hier mit Vollleben durchrennen. Das war jetzt ein bisschen gemein, aber nur ein bisschen. Ja, okay. Ja, da sind halt immer wieder schöne Sachen. Ne? Geh kaputt, kleines Ding. Da kommen noch mehr, ne? Da kommen noch mehr. So, noch einer. Ich hab Schwerter für euch alle. Keine Sorge. Uiuiui. Einpacken.
glaube, groß ist die Höhle nicht. Ich glaube, letztes Mal haben wir uns auch schon nicht verlaufen. Dann werden wir uns auch dieses Mal nicht verlaufen. Ich höre gerade was. Die Höhle ist immer wieder schön. Weg damit. Nochmal. Aber wir müssen echt gucken, dass wir bessere Werkzeuge kriegen. Kristalle, soweit das Auge reicht. Problem nur, ich kann sie nicht abbauen. Ja. Was sagst du? Komm her. So, warte mal, ich glaube, Nester gibt es hier keine. Jo, ich würd gerne. Es sieht halt immer cool aus. Ab in die Höhlen. Foto machen. Ich weiß, es ist schlimm mit mir. Tut mir leid. So, aber es ist halt echt schade, ne, dass man die meisten Kristalle hier nicht mitnehmen kann. Aber wenn wir eh bessere Muni machen, Muni sage ich schon, die da gehen halt nicht. Unsere Werkzeuge und so verbessern wollen, dann brauchen wir Kristalle. Deswegen ist, glaube ich, hier die Höhle gar nicht so verkehrt, dass wir die jetzt machen. Bin da. Komm her. Einmal. Zweimal. Alles. Der Juwelen fallen lassen. Oder lagen die schon da? Wo seid ihr? Der kommt eh gleich einfach angerannt. Nein? Ich laufe hier ganz langsam durch. Da ist nochmal Feuerpfeile. Da hinten sind die Ratten. Ich höre euch. Da kommt der angerannt. Da kommt dein Vollwachstum. Nix da, du kleines Käferchen, du. So, ich glaube, da unten war nur Wasser. Da war, glaube ich, gar nichts. Genau, hier war gar nichts. Nein, lass mich hoch. Ich höre euch. Das ist nochmal so eine schöne Kiste. Ja, die Masse macht's, ne? Die Masse macht's. Ich wollte gerade sagen, guck mal, die hat einen komischen Hals, aber die liegt in einem Pilz, deswegen sieht da halt so komisch aus. Die lag nur in einem Pilz drin. So, hier mit eurem Rückenarm. So, links, rechts, radikal. Ne? Ich glaube, links geht's zu dem Kristall. Zu diesem Dark Soul Crystal oder was das ist. Ich glaube, da gehen wir zuerst hin. Ja, komm her. Feine kleine Ratte. So muss das sein. So. Au! Ich wollte gerade da oben gucken. Du kleines Mistkäferchen. So, hier noch ein Blaukristall. Sehr schön. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen aufwerten dann später. Wie seit Stilex haben wir schon zu Hause liegen. Weiß gar nicht, so eine Feueraxt. Ja, Feueraxt oder so können wir bestimmt auch schon basteln dann. Kriegen wir alles hin. So. Für den Alchiturm brauchen wir den. Mamit. So, Dark Soul Sharp. So gefällt mir das. Und ich habe Pottemacht. Tut mir leid. Ich habe Pottemacht. Okay, die erste Zutat für den Alchiturm haben wir. Dann brauchen wir die Forbidden Roll oder was das ist noch. Und das Buch, aber das ist in Ember Hills, glaube ich. Ihr wisst ja, ich verwechsel Ember und... Ja. Ich verwechsel Ember und Green Hill immer, was da so ist. Krieg ich den? Nee, den krieg ich nicht mit. Hier kriegt man auch alle schön die ganzen Essenzen, damit wenn man hier die Zutaten für den Alchiturm auch gleich Pfeile herstellen kann. Richtig lieb von denen. Aber ich verwende die Pfeile halt irgendwie viel zu selten. Es ist eigentlich schade. Ich glaube, ich gehe erst hier lang. Ich glaube, da kommen wir in das Grab, ne? Zack, ich auf da. Jawohl, schön umfallen, du kleines gelbes Ding. Das sind alles keine Kristalle für mich. Ich glaube, hier geht es ins Grab runter, ne? Wo der Alienkopf ist mit dem Schwert.
Da war zumindest früher immer so ein Katana drin. Au, 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 warum denn? Sag mal, wieso hab ich jetzt Schaden bekommen? Ich bin doch weit genug entfernt von den Zacken. Da willst du mich jetzt hier. Was ist denn jetzt los? Erstmal heilen. Ich bin doch gar nicht in der Nähe von diesen Dinger hier. Okay, anscheinend haben die eine größere Reichweite wie sonst. Hohoho. Diese Beine. Geh kaputt, geh kaputt. Nicht den Kopf in den Sand stecken. Aber das Gute ist, wir kriegen jetzt hier, kriegen wir die ganzen Monster-Skulls. Das bedeutet, wenn wir hier aus der Höhle raus sind, könnten wir rein theoretisch unsere Rüstung ein bisschen aufwerten. Und dann kriegen wir ein bisschen mehr Defense. Das finde ich cool. So schön umgucken. Na, da will haben. Ich weiß zwar nicht, was es ist. Aber haben will. Lass mich mal kurz in Ruhe. Im Steine kloppen. Und Titanium, das. Ja, Titanium ist nämlich wichtig. Das brauche ich. Das brauche ich ganz dringend. So. Okay, dann machen wir hier noch das Titanium weg. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So, passt perfekt. Und 8 Stück ist jetzt nicht so viel, aber um die Sachen aufzuwerten und für das Blue Alloy und so Bombe überall dieses Titanium-Zeugs. Hallo, kleines Monster, wo bist du? Irgendwo ist er. Da im Alien steckt das Katana, wusste ich's doch. Ja, komm hier, hier, kommt hier. Sehr schön, alles zermatscht. Also das ist halt echt, ne, wenn man dieses Schwert gleich am Anfang hat, ich weiß nicht, wiederhole mich, dann ist halt gleich vorbei mit den Viechern. Und es sieht halt schon cool aus, ne, wie jemand hier das Viech zerstört hat. Katana, ich würde gerne wissen, das ist einfach nur Katana. Macht nur 20 Schaden, unseres macht 32. Wir bleiben bei unserem. Gar keine Frage. Forbidden Roll. Hammer. Sehr gut. Das heißt, der alte Turm ist nicht mehr so weit entfernt. Kommen hier noch Viecher? Ich glaube nicht, ne? Können wir noch das Titanium klamopsen? Das waren jetzt in der anderen Richtung dann die Höhle. Da, wenn man. Ich glaube, da war nicht wirklich was Interessantes, oder? Bin gerade ein bisschen überfragt. Ja. Den Kristall nehmen auch mit. Sehr schön. Gold nehmen wir natürlich auch mit. So, guck mal, Münzen drücken. Dann sind wir reiche Leute. So. Was haben wir hier noch? Ja. Nix mehr. Ja. Und hier ist zu. Dann haben wir nur noch die Kiste hier hinten. Oh, Juwelen. Ja, das gibt mir gut Money oder ein cooles Tier. Noch mehr Jade finde ich gut und Perlen. Weiße Perlen sind auch gut. Jawohl, dann haben wir hier alles. Das sind sogar noch Pilze, die ich kriegen darf. Sehr schön. Da haben wir auch nochmal Gold. Komm, mir da. Verkauen! So, und jetzt gehen wir noch da oben gucken. Ne, das habe ich schon, ne? Ja, und das ist kaputt. Das haben wir schon. Den großen Rissal habe ich gar nicht gesehen. Grad. Komm, mach weg. Bam. Dankeschön. Ah, das sind halt direkt, ne? Wenn wir große Kristalle haben, das sind definitiv schon mal Sachen, die wir auf 10 hochstufen können. Das ist halt cool. Jetzt bin ich an den Spikes. Ah, ne, die kommen erst noch. Ja, jetzt kann ich ganz normal an den Spikes vorbeilaufen. Ich glaube, die hatten gerade eben was gegen mich. Ich weiß nicht warum. So, jetzt müssen wir, glaube ich, hier noch hoch. Genau, da kommt die Brücke. Einpacken. Und ich weiß nicht, was hinter der Brücke war, ehrlich gesagt. War da noch was zu holen? War der Graben? Bin mir gerade selber echt nicht sicher, ne? Ich finde die Brücke immer noch cool. Aber ob es da was Gutes gab, weiß ich nicht.
So, die Kiste noch. Ah, da gibt es noch ein Sharp Ninja Sword. Aber das ist auch nicht wirklich stark. Das ist zwar rar, also für die Sammlung. Was jetzt noch cool wäre, wenn man wie in Skyrim oder so Waffenständer bauen könnte, wo man sich dann diese coolen Waffen ausstellen kann in seinem Zuhause. Das wäre noch was. Weil ich sammle ja die Schwerter dann immer gerne und schmeiße die in die Kiste rein, weil ich die zu schade finde zum Wegschmeißen oder zum Verkaufen. Aber irgendwie, wenn man die so ausstellen könnte, das wäre mega. So, einmal alle Pfeile. Ah, da gab es nichts mehr. Okay. Da gab es 34. Oh, da wird getauscht. Evil Spirit Dual Katana. Okay, warte mal, wie schaut das aus? Das ist aber dann auch neu, oder? Warte mal, man sieht jetzt nicht viel, ne? Man sieht jetzt nicht viel. Also so der Henkel, die sind halt schön schwarz, ein bisschen kleiner und die sehen golden aus. Cool. Evil, aber ich liebe ja eigentlich Slice and Kill, ne? Ich liebe Slice and Kill. Aber die machen tatsächlich ein bisschen mehr Schaden und sind, glaube ich, einen Ticken schneller, oder? Ich weiß immer nicht, ob 1,4 wäre weniger. Das heißt, er braucht eine 0,1 Sekunde weniger, oder? Ich glaube, ich nehm das Evil-Schwert, Teufelschwert hier. Aber wie cool ist das denn? Ich glaube, das hatte ich noch nie. Bin mir aber nicht sicher. Und den nehmen wir mit. Dann hat sich's ja doch gelohnt, hierher zu latschen. Dann hat sich's definitiv doch gelohnt. Sehr, sehr cool. Ah, oh, schön. Schön, schön, schön. Wir haben neue Waffen. Die machen zwei Dinger mehr Schaden. Doch, die sind schon schnell. Die sind schon schnell. Bin ich hier gerade durchgekommen? Ich glaube, ich verlaufe mich gerade. Kann das sein? Ah, nee, doch, da sind wir durchgekommen. Ich habe den Gang nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Okay. Mega. Die sind auch ein bisschen breiter, glaube ich, oder? Von den Klingen her. Oh, ich hab sowas von keine Ahnung. Ich weiß nur, sie sind hübsch. Sie haben zwar nicht den schönen Namen. Wer macht hier komische Geräusche? Sie haben zwar nicht diesen schönen Namen, weil ich finde halt Slice Land und Slice and Kill. Ich finde das so toll. Aber ja, die haben halt dann doch gesiegt jetzt, ne? Und dann kommen wir wieder raus. Dann würde ich sagen, fast Kitsuden ist somit komplett fertig. Dragon Cave, do not enter. Upsi, habe ich zu spät gelesen? Ich habe schon alles leer gelootet. Alles leer gelootet, alles futsch. Coole Sache. Dann können wir jetzt, ne, ganz, ganz. Jetzt können wir. Wir haben ja einige. Vielleicht kriegen wir Rüstung aufgedingst. Dann können wir mit den Waffen locker nach Pestilenz, ja. Aber ich glaube, tieremäßig habe ich echt alles ausgerottet hier, ne? Die nehmen wir noch mit. Das sind Halbpflanzen. Haben wir hier noch ein Füchslein übrig irgendwo? Haben wir hier noch irgendwo ein Füchslein übrig? Ja. Ich glaube, ich habe alle abgeschossen, ne? Wo ich hier beim Looten war. Das tut mir leid. Ja, ich glaube, ich habe alle vernichtet und mitgenommen schon. Na gut. Oh, warte mal, Ja. was war da oben gerade? Papier. Okay, ich dachte, er hätte vielleicht noch ein Zettel sein können. Aber ich hätte nicht denken sollen. Ich höre Ja. euch. Diesen schönen Vogelgezwitscher und ich höre nichts. Hier war ja früher das Boot. Aber das ist weg, weil wir jetzt mit dem Heißluftballon reisen. Und genau das werde ich jetzt auch machen. Ich werde nach Hause fahren. Wir haben absolut richtig gute Beute gemacht. Und Kitsuden wäre dann soweit, außer dass man ab und zu mal hergeht zum Pilze farmen. Oder was hier halt auch gut ist, sind wie heißen sie? Wie heißen sie? Die da. Wildseeds sind hier halt auch immer ganz gut. Werden wir auf Kitsuden nicht mehr hin müssen. Das ist jetzt
komplett fertig sozusagen. Genau, dann würde ich aber sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.